Wow. Ja, So, ist das eigentlich euer Ernst? So, mein logisch. Mann, ey. Ey, Julian, wo bist denn du gewesen? Wir haben gerade die ganze Safe Zone geklärt und Spaß gehabt. Wow, Zombie. Aber nicht, dass du da jetzt stirbst, ne? Ne. Ey, wollen wir die zwei Unholde töten? Unholde? Ja, die dicken Viecher mit der Axt. Gerne. Fang schon mal an, ich komm dann nach. Okay. Okay. Kein Problem. Boah. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt einer von euch echt schon ins Wasser gesprungen ist, oder? Doch. Wo Strom läuft. Nein. Leute, ihr seid so dämlich. Ihr seid... Oh Gott. Ich hab überlebt. Ich mach mal den Strom aus, ne? Ich kann dich gar nicht wieder beleben. Helf mir! Oh, weg hier. Nein. Ich hab mal gesagt, ich bin tot. Wow. Alter, macht er schon. Aber dass ich schlecht spiele, hat damit zu tun, dass ich ja sonst immer nur mit Joypad spiele. Ey, warum kann ich meinen Baseballschläger nicht reparieren? Ah, jetzt. Ich will ja kein Medikit mehr. Hab ich irgendwem heilen? Ja, warte, wo bist du da? Na, jetzt bist nicht du da. Heil. Ich hab dich geheilt. Hast du nicht? Doch, ich hab 150 Punkte gekriegt. Lalalala. Ich habe auf das Video jetzt einfach mal geschätzte 20 Dinger geworfen. Losknacken. Cool, ich habe jetzt einen klassischen Baseballschläger modifiziert. Mit was? Mit Industrieengel. Achso. Heißt das nicht Egel? Ne, Industrieengel ausbluten lassen. Geht tief ins Fleisch. Blauen Hammer. Bei mir steht der Industrieegel, aber okay. Ne, bei mir ist ein Industrieengel. Alles klar. Bei mir ist immer alles ein bisschen anders. Wow. So, gucken wir auf die Map. Da oben ist noch eine Safe Zone. Wollen wir die noch sichern? Alter. Wie kann ich denn zwischen den Dingern hier wechseln, die ich als Fischen? Sekundärwaffe... Eins gedrückt halten. Eins. Ach so. Entweder gedrückt halten oder kurz drücken. Okay, danke. Wie kann man die eigentlich... Mein Baseballschläger hat jetzt jede Menge Nägel drin. Echt? Ja. Wie hast du das gemacht? Hier. Durch den Egelmod? Durch den Industrieegel, ja. Dann will ich, das will ich dann auch machen. Das sieht richtig gut aus. Warte, wo bist du? Kannst du dir mal angucken hier bei mir. Nee, ich mach das selber gerade. Kannst du trotzdem mal gucken? Jetzt guck doch mal. Geil, die Nägel sehen richtig geil. Okay, ja, ne, boah, wer die nicht gesehen hat, ey, der hat sein Leben nicht gelebt. Das sieht voll geil aus. Sieht das echt. Wer das nicht. Jeder von euch ein Baseballschläger nicht. Ja, wer das nicht. Boah, wer das nicht hat, der hat sein Leben echt verwirkt, ey. Ja, echt, was hat. Julian, Mann. Warte mal, ich mach das auch noch auf mein Messer. Messer mit Nägeln drin. So, da hinten ist noch eine Safe Zone. Die habe ich gerade eben gesehen, auf der Map. Wie wär's denn, wenn wir einfach Nägel mit Nägel drin machen? Ey, oder erst das GRI-Paket. Komm, wir machen Wettrennen zum GRI-Paket. Okay. Okay. Und dann machen wir einen Baseballschläger mit Baseballschlägern drin. Oh shit. Und Schaufeln. Und Schaufeln drin. Und was ist mit dem Schwert, mit dem Baseballschläger, mit dem Messer, mit den Nägeln, mit dem Stein, mit Sand? Nee, das ist ja Blödsinn. Okay. Also jetzt übertreibst du aber. Ey, warum bist du vor mir? Hau ab! Ja! Nein! Was? Mach dich doch auf! Ich kann doch nicht, Führung. Du musst jetzt die Viecher töten. Ah! Warum konntest du denn aufmachen? Gewonnen. Ich konnte auch nicht aufmachen, aber okay. Ja, weil ich geil bin. Ey, es ist viel geiler mit den Nägeln da drinne. Ja, ne? Weil dann haust du die nicht nur mit dem Baseballschläger, sondern gleichzeitig auch mit den Nägeln. Oh, die Typen hatten Franzosen dabei, die tun mir aber leid. Ja, die haben da einen kleinen. Ja. Ich stehe auf so einen. Oh, wie die Japaner. Franzose, Japaner, ist alles dasselbe. Oh, da ist eine Sicherheitsdingens da. Safe Zone. Ich kletter schon hoch.
Die ist doch gar nicht da oben. Ach, cool. Scheiße. Ja, du kletterst schon wieder irgendwo hoch. Du hast halt mit dem Klettern so, ne? Ja, das ist. Ich hab schon ein bisschen trainiert. Es wundert dich nicht, wenn du nachher guckst, wie viele Spielstunden ich hab. Das ist normal. Bumm! Dennis, man kann dir ja mittlerweile Guck mal, Zuschauer hab ich hier geil in die Luft gejagt. Live vor Kamera auspackst, ne? Dennis. Was? Alter! Man kann dir ja mittlerweile Zuschauerpakete zusenden, die du live vor Kamera auspackst, oder? Ja. Ja. Ah, okay. Aber bitte kein Gipsabdruck vom Penis oder so. da würdest du ja ohnmächtig werden, wenn du das nicht. Nee, das würde das Maximalgewicht überschreiten. Ja, geht ja nur 60 mal 30 mal 30 pro Paket, ne? Nee, ich schick dir so einen Aldi-Rasierer, falls du mal Urlaub in Japan machst. Oder schick ihm ein Bild von Gillette Abdi, wie er dich rasiert. Hat die gerade geredet? Ja, die hat gesagt, Abdi, Abdi, Abdi. Aua. Ah, ich frag mal, kann mich jemand healen, bevor ich gleich tot bin? Ja, sofort. Ich komm sofort. Boah. Ja, wieso zählen meine Danke. Kills hier draußen nicht? Du bist echt sozial. Ja, ich weiß. Ich ja, hab ja auch einer. Gewonnen, deswegen, Was habt ihr denn gewonnen? Achso, du hast ja gar nicht Wettkampf mitgemacht. Gemacht? Ja, Sicherheitszone Ach, sichern. Ach du Scheiße. Sag das nächste Mal Bescheid. Ja, das steht doch dann immer groß im Bildschirm. Nicht, wenn du gerade am Schnitzeln bist. Doch, ich war auch gerade dran, dann habe ich H gedrückt für Teilnehmer und dann stand ich plötzlich oben auf dem Dach. Ja, ich auch. Oh, sollen wir nicht schlafen? Ich bin müde. Ja, können wir. Von mir aus gerne. Nee, dann sind wir nachher nachts unterwegs. Los, komm, schlafen. Nein. Ihr seid kacke. Nee, wir wollen nur überleben. Ich komm gleich mal wieder und gebe ich mit einem anderen Spielstand wieder. Dann gebe ich euch ein paar Waffen, mit denen könnt ihr die Albträume wegschnitzeln. Dann gibt's dann Hackfleisch. Oh, aber bitte Rinderhack, ne? Das ist magerer. Überlege ich mir noch. Was? Ich dachte, du bist Veganer. Was, ich? Also meine Rezepte, die sagen ja schon aus, dass ich nicht vegan bin. Das könnte ich mir bei dir auch schwer vorstellen. Ja, dafür liebe ich Fleisch viel zu sehr. Jetzt? Ja, nee, jetzt. Du warst im Ernst, stell dir mal vor, du hättest so einen Freund, der wäre Veganer, Moslem und dann noch irgendwie, trinkt kein Alkohol. Mit dem kannst du nichts anfangen. Ja, hast ja gar keinen Spaß mit. Ja. Wollen wir erstmal die Zombies töten, oder? Ja. Wow. Ja, Zombies ist eigentlich euer Ernst. Ey, werf keine Fackeln auf den, das ist Verschwendung, die brauchst du. Helf mir! Ja, ich bin da. Ich, hier, nimm ihn in den Mund. Ach, nein, nicht so ihm helfen, mir helfen. Nimm ihn in den Mund. Wo bist du denn? Oh ja, schleck mal. Oh. Was seid ihr für eine Zombie-Tussi? Hier, friss meine Nägel. Ey, wer auch immer da oben steht. Boom. Willst du mich verarschen, Alter? Ich kann hochgehen. Können wir jetzt mal bitte hier in den Schuppen gehen? Leute, können wir in den Schuppen gehen? Ja, ich warte nur auf, wer auch immer jetzt hier gerade fehlt. Ja, ich bin tot. Ja, Julian geht wieder sterben. Super, Julian. Ja, ich hol mir mal eben die 150 Punkte. Gott. Ja, wofür anders bist du zum Wiederbeleben nicht gut, Julian, abgesehen von den Punkten. Wie in LOL, er ist nur am Feeden. Oh, das ist ja hier. Oh, guck mal, der macht keinen Bauchtanz. Ist das Shakira? Lass klacken. Ich schreie, weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, ihn mit giftigem Schleim durchbohrt hat. Boah, wie auf dem Schulhof damals. Ich erinnere mich noch ganz genau. Da lag ich auch unten. Du liegst immer unten. Das stimmt allerdings. Ist auch gar nicht mal das Schlechteste.
Wenn ich schon so viel Sport mache, darf ich wenigstens im Bett faul sein. Ey, den Funkmast besteigen, das hört sich nice an. Wollen wir? Also ich besteige ja gerne Sachen, aber ein Funkmast, das ist. Ich habe das angenommen, wer macht mit? Oh ja, auf jeden Fall. Julian, mach mit. Ja, Mensch. Besteigen. Aber hier liegen noch Sachen, die ich nicht eingesammelt habe. Die machen wir danach. Ach scheiße, ich dachte, ich könnte an dem Rohr hier hochklettern noch. Ah, scheiße, schon verloren. Ich bin so schlecht. Weiß ich. Also Julian, das nächste Mal spielt der Philipp nicht mehr mit. Ja, habe ich auch für. Ja. Na. Von wem willst du denn ein Gateline, Julian? Hat er sonst auch immer gemacht. Er pumpt mich immer um Gate an, weißt du? Wo muss ich denn hier hoch? So ein richtiger Bengel ist das. Eine gelb, schwarzen Streben. Die so anzeigen, anzeigen. Warnung, an mir kannst du hochklettern. Ah. Warum kletter ich eigentlich noch hoch? Ihr seid ja eh 5000 Meter über mir. Nee, wir sind oben. Nein! Ich bin runtergefallen. Guck mal, 29 Meter dazwischen. Mhm. Oh, scheiße. Aber ich will von oben runterspringen. Jemand hat das Ding bereits ausgeladen. Das mache ich jetzt. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Ja, ich bin auch gleich oben. Nein. Wow. Ey, springen wir gleich alle runter. Ey, springen wir gleich alle gleichzeitig runter. Kann man machen. Ey, ich muss einmal hochkommen. geht's noch höher oder ist das, war's das jetzt schon? Nee, hier war's das. Es geht hier zwar noch höher, aber ich glaube, da wollen wir nicht mehr hoch, oder? Doch, da wollen wir hoch. Wir wollen von ganz oben runterspringen. Nicht von der Mitte, ist ja langweilig. Wie so ein Hirni, wie so ein Sören. Ah, immer diese Sören, Alter. Ja, die haben immer die schlimmsten Ideen. Ah ja, hier geht's noch weiter hoch. Perfekt. Ach, der Scheiße. Oh, shit. Da ist eine Truhe. Ist noch irgendjemand noch nicht hier oben? Ja. Ich denke, ich könnte, man könnte meinen, dass die Frage absichtlich gestellt wurde. Wenn das nicht trifft, ich lach mich so tot, ne? Oh, schade. Übrigens ziehen laute Geräusche die Viecher an, wusstet ihr das? Nö. Nee, okay, also hier springe ich gleich runter, wollte ich nur mal so andeuten. Ja, nein, nein! Oh! Lamer, geht's dir gut? Scheiße, wo bin ich jetzt? Nein! Ich hänge irgendwo mittendrin. Ey, wir werden so hart sterben, wenn wir hier runterspringen. Ach, Quatsch! Nein! Ich bin immer weiter unten! Hey, was machst du denn? Oh Gott, du musst hochkommen, nicht runterspringen. Ja, ich bin abgestürzt. Die Nägel in meinem Baseballschläger haben sich verfangen. Die haben dich gepiekst. Ja, genau. Ist eigentlich irgendwo Müllerhof, wo man reinspringen könnte? So wie bei, bei Assassin's Creed, weißt du? Ja, ja, doch, so ein Heuhaufen. Ist Müllhaufen, da kannst du reinspringen, aber du musst zielen. Vielleicht ist auch irgendwo eine Waldorfschule, das ist auch ein Müllhaufen, kannst du auch reinspringen. Warte, ich werf eine Fackel runter, vielleicht treffe ich. Siehst du's, da unten? Wo die Fackel leuchtet? Er ist im Müllhaufen. Mhm. In dem Schuppen oder wie? Das ist der in dem Container da. Oh, ihr habt mir gar nicht gesagt, dass hier eine Kiste ist. Boah, eine Sprühdose und fünfmal Kaffee. So, kommt hier runter jumpen. Warte, wo meinst du jetzt genau? Warte, ich werf einen Böller runter, vielleicht kommt der weit genug. Warte. Da, wo der Böller gelandet ist in der Nähe. Warte, ich werf noch einen. Zu deinem Schuppen hinter dem Berg. Nee, daneben dem Schuppen. Spring mal vor, wir gucken dann. Ja gut, ich gucke. Ja, okay. Ich trau mich. Mach, komm. Oh. Ich hab's nicht geschafft. Ich leb noch. Doch nicht. Ich bin so doof, ich hab's noch nicht mal nach unten geschafft. Ich auch. Ich häng mitten auf dem Turm. Oh, ja, Philipp, jetzt musst du uns retten kommen. Ich bin wieder oben. Scheiße. Ey, Leute. Ey, was? Nee. Ja, also, ey, nee. Hab ich gerettet. Du. Scheiße, das war ein Witz. Ich wollte gar nicht gerettet werden. Warte.
Komm, wir klettern nochmal hoch. Nochmal bis auf die ganz oben Spitze. Oh nee. Doch, komm, einmal doch. Das dauert bei mir doch 5 Stunden. Egal, das macht Spaß. Wir haben noch eine halbe Stunde. Und so skillst du klettern, das ist gut. Wow. Das dauert bei mir immer eine halbe Stunde. Ich will mich von da ganz oben runterspringen, ohne zu sterben. Das muss ja irgendwie funktionieren. Ja, wenn du das fünfmal versuchst, klappt es bestimmt einmal. Ja gut, dann versuche ich das jetzt fünfmal. Das klappt bestimmt, wenn du tot bist. Mmh. Als Zombie. Oder einer von euch stellt sich einfach mal hin, ich springe. Übrigens. Mir ins Wort, danke. Ja. Ja, okay, danke, bitte. Wo hast du dir das Spiel gekauft? MMOGA. Dann hast du das DLC noch bekommen, ja. Ja, das ist dabei. Ey, das könnten wir eigentlich nachher mal machen, dass ich schon nach DLC benutze. Und euch jage. Das wäre witzig. Können wir mal ausprobieren. Irgendwo hier muss es runtergehen und man muss es überleben. Oh Gott, ich fall schon wieder fast runter. Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich weiß wo. Okay, pass mal auf. Ich werde jetzt überleben mit Ansage. Mhm, mach. Okay. Du willst nicht auf den Van springen, oder? Bereit. Nein! Ich mach mit hinterher! Ich komm in der Stunde. Oh, ja, du hast fast überlebt. Ich hab's überlebt! Was? Nicht im Ernst, oder? Ich bin auf hier, bis auf den LKW springen. Oh, ich hab's nicht geschafft. Alter, dieses Geräusch. Wollen wir nochmal hoch? Das war witzig. Ob die da echt jemanden von einem Hochhaus runtergeschmissen haben, um dieses Geräusch aufzunehmen? Ja, nee, die haben einfach irgendwelche Russen aufgenommen, die... Wer lässt sich denn da jetzt beißen? Ich? Ich finde das geil. Oh, das merke ich mir. Da komme ich demnächst mal vorbei, ja? Ja. Ich bring meine Bissschiene für dich mit. Am geilsten ist mit Zahnspange. Ah, da habe ich auch noch eine, die kann ich auch mitbringen. Oh, geil. Jetzt bin ich rattig. Jetzt müssen wir aufhören zu spielen. Jetzt muss ich noch ApeTube gehen. Erstmal auf Peak. So, sollen wir mal die Story weitermachen? Ja, bitte. Ja. Ah, ich glaube mal. 400 Meter laufen. Super, komm, das ist Sprint, Alter, easy. Oh, ich kann meinen Baseballschläger mit den Nägeln drinnen gleich nicht mehr reparieren. Ich stech dich ab an mit der Keule. Ey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du reich enttäuscht. Ganz einfach. Ein Kraft. Nein. Oh, meine Ausdauer war weg. Übrigens kriegen wir, ich glaube, nächstes, übernächstes Quest unsere erste Waffe. Wie, haben wir noch keine Waffe? Tusswaffe. Ich glaube so in... Bringen Sie den Unhold. Um. Da steht bei mir nur, bringen Sie den Unhold. Punkt. Ja, aber eigentlich steht da noch ein Um. Ey, das ist eine Safe Zone. Toll, bin ich der Einzige, der das angenommen hat. Ja, bist du. Ja. Musst du die jetzt alleine ja, und, machen? Ja, kriege ich jetzt ganz viel XP. Dann mache ich die Base alleine. Aua. Ich werde gebissen. Ah, deine Sache, ne? Was, man kommt hier nicht hoch? Im Ernst? Ja. Boah, die ist so weit weg, die Safe Zone. Muss man erst wieder aufs Dach. Ja? Ach, die Scheiße. Ja, dass man bei dir komischerweise immer aufs Dach muss, ne? Ja, ist wirklich so. Oh, hier erstmal die Cheerleaderin ausnocken. Näher, da ich rasiere die Aminacolm. Ich rasiere die Cheerleaderin jetzt auch. Das auf dem Arsch. Ich bin auch gemacht. wer war das? Ich. Das war aber nicht rasieren, was du da getan hast. Ich bin tot. Wie hast du das? Ja, hier draußen sind ein paar Zombies. Ich rasiere den gerade. Also mit meinem Messer, weißt du? Ja, ich habe hier diese mit den Flaschen auf dem Rücken. Habe ich so.
Ach, du hast die Flasche gekickt? Ja. Hier so ungefähr? Genau, bei beiden. War jetzt die wegfetzen, ey. Ey, da ist ein Bullenwagen. Aufknacken. Ich hab gar keine Medikits mehr, sehe ich gerade. Ich hab mir gerade eben erst welche gecraftet, weil ich euch die ganze Zeit verarztet hab. Bleib mal stehen. Muss ich auch mal eben machen. Ey, wie kann ich dich heilen? Geht nur, wenn er low life ist, sehr low. Okay. Ich mach mir mal eben ein Medikit. Naja. Ey, ich hab die Bullenkarre offen. Ja, eine deutsche Pistole! Juhu! Was? Ich hab eine deutsche Pistole, die muss ich mir sofort holen! Die kriegst du nicht, das ist meine. Doch deine eigene. Du wärst guter Geschichtslehrer. Mir ist ein Fischmesser. Alter, ich will jetzt ein bisschen rumschießen, tut mir leid, falls ich Zombies anlocke. Ja, könnt bei mir ist nur so ein scheiß Messer. Nimm ich dich. Alter! Geil. Also ich bin jetzt der Typ, der es gesichert werden muss, weil ich die Knarre hab. Okay, ja, dann lauf doch ja, schon. Ich frag mich ja, wie sie diese Geräusche gemacht haben, dieses Pfitsch, wenn man auf Zombie einhaut. Ja, da haben die einfach mal jemanden, da sind die, hier, ne, hey, so, Medikits, so, hier, so ein Penner, ne, da haben sie dann einfach mal gewartet, bis er in seinem Karton schlafen gegangen ist. Dann haben die ein paar Mal draufgehauen. Hey, komm, Wettkampf aus, überrechte den Überlebenden. Wer macht mit? Ja. Hey, macht jemand mit? Ja, ich mach mit. Alle machen mit. Aber ich rette den nicht, ich guck lieber zu, wie der stirbt. Nee, wir wollen ja die Punkte haben. Ja, du vielleicht. Ich hau den Überlebenden. Null. Boah. Ich krieg keine Punkte, weil ich den Überlebenden gehauen hab. Backt der bei euch auch rum? Ja. Das sieht witzig aus. Der ist vielleicht Epileptiker. Ich finde das nicht gut, dass ihr euch darüber lustig macht. Ist er nicht. Ich habe nämlich keine Blitze gesehen. Du machst dich auch über Sonderschüler lustig. Richtig. Oh, noch mehr Medikits. Oh, Entschuldigung, Waldorfschüler. So, packt im Race hier. Wie viel Munition ist denn für so eine Pistole? Ich habe noch, lass mich kurz nachdenken, 22 Schuss. Ey, kommt mal her, kommt mal her. Lass uns mal hier bei dem Auto versammeln. Ja, du willst hier auf die Gasflasche schießen, ne? Scheiße, ich wusste es und ich bin trotzdem nicht weggerannt. Das ist eigentlich meine eigene Doofheit, ne? Oh, direkt wieder Medikit weg. Du wirst gerade verfolgt. Ja, nein, ich wollte mit ihm alleine sein hier im Schuppen. Geht bitte raus. Lasst mich allein mit meinem Zombie-Sexsklaven. Ey, tretet ihn mal zu Boden, ich möchte ihn abknallen. Bam. Mann, ich wollte mit dem alleine sein hier im Schuppen, weißt du? Und weil der ist ein bisschen, Alter. Der ist ein bisschen schüchtern, der traut sich nicht so viel vor Publikum. Oh, Instant Headshot. Da sieht man wieder das Counter-Strike-Aim. Naja, und dann kommt ihr rein und stört uns einfach. Ich habe ihn gerade so weit gehabt. Ja, wie früher, ne? Als du noch zu Hause gewohnt hast. Willst du mal einen echten Hasen sehen? Oh, ich hab nur noch 6 Schuss. Ihr habt so viele Zombies angelockt. Selber schuld. Mhm. Also irgendwie buggt das Spiel gerade ganz extrem, kann das sein? Der Zaun steht ja. Bei dir auch? Ja. Da ist jemand. Na, ich bin tot. Gehen wir ihn retten, oder? Nö. Nö, lass mich sterben. Okay. Nein, boah, so weit weg liegst du. Warum machst Alter, warum du das? Warum stirbst du denn da hinten, Alter? Kannst du nicht mal in unserer Nähe sterben? Wie viele Sekunden hast du noch? Ich würde sagen 12. Ah. Meine Punkte. Boah, war letzte Sekunde, ey. Ja, weil ich die Punkte wollte, deswegen. Ich habe aber die 150 gekriegt. Hast du nicht? Das war nämlich 150. Ja, ich hab doch 150 gekriegt. Du hast 140 gesagt. Nein. Man kann es nachher im Video sehen. Oh, und Kaffee hatte der Zombie dabei. Kein Scherz. Scheiße, scheiße, ja, scheiße. Ja. Nein, wirklich, das siehst du nachher im Video. Ja.
Erst habe ich hier 150 Punkte gekriegt und dann kriege ich auch noch Kaffee. Erst spiele ich jetzt 4 Stunden am Stück, jetzt gucke ich mir die 4 Stunden nochmal an. Na, richtig. Aber du kannst das immer eine halbe Stunde sehen. Oh shit. Ja. Ich guck's mir ja wahrscheinlich echt anders. Ich wäre auch dafür, du legst erstmal die Videos hier oben in den Channel hoch, damit wir sehen können, ob das okay ist. So. Das ist schon okay. Okay. Ja, damit ist das gesegnet. Okay, dann finde ich das auch okay. Meine Videos sind immer also, okay. Also Gameplay, mal. Ja. Ich finde, das ist eine starke Verletzung meiner Datenschutzrechte, ja. Genau. Ey, komm, Wettkampf, auf den Turm klettern, komm schon, bitte. Das komm schon, bitte. Das finde ich jetzt nicht okay, ja. Deswegen habe ich dich vorher gefragt, ob ich das aufnehmen darf. Wettkampf, oh, ihr seid doof. Das ist eine Lüge. Jean-Luc Picard. Kommt ihr mal her, mit dem Typen reden? Ja, wir müssen doch eh hochklettern. Nee, erstmal müssen wir mit dem Typen reden, oder nicht? Ich kann ja mit keinem reden. Du steigst in den Funkmast. Ja, hier, warte auf andere Spieler. Was ist los mit euch? Ich stehe doch hier, Jürgen ist nur oben. Ich gucke dir gerade dem Walter zu, aus dem Dschungelcamp, wie der durch die Gegend glotzt. Ja. Ach, läuft das gerade? Nein, der steht doch hier auf dem Turm. Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das verdammt nochmal? Für Rais. Da. Warum das verdammt nochmal? Aurelio, das ist so ein blödes Arschloch in meinen Augen. Und diese Tanja, die kann nur mit ihren Titten wackeln. Boah, die ist total dumm. Den ganzen Tag nur voll quatschen. Boah, das würde ich keinen Tag mit der aushalten. Es sei denn, ich krieg 100.000 Euro dafür, dass ich hier im Dschungelcamp bin. Sprich nicht so laut. Nee, mal ganz im Ernst, das ist dieses Dschungelcamp. Also, ich meine, dieses Waldhaus-Dschungelcamp ist echt. Ja. Das macht nur Pulle zu kriegen, eigentlich. Bitte was? Ob Walter das eigentlich ernst meint oder ob der nur so tut? Walter ist eh raus, ist eh egal. Trotzdem frage ich mich, ob er das ernst meint oder nur so getan hat. Ja klar meint er das ernst, das ist ein gebrusteter alter Sack. Also ich mag eigentlich alte Menschen sehr gern, weil die mal nett sind. Ja, der tut aber nur nett. Das siehst du doch ja alles. Hinterm Rücken lästert er über jeden. Fährt er nur seine Strategie. Ich finde ihn sehr, 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 sehr unsympathisch. Oh, Kacke! Oh ja. Du findest ihn sehr, sehr kacke, habe ich gehört. Ja. Ey, ich will nichts sagen, ich komme diesen scheiß Turm nicht mehr hoch, ne? Oh Mann, ich komme nicht mehr hoch. Ich komme ausnahmsweise mal hoch. Oh Mann. Ja, ich bin einmal runtergefallen, wenn man einmal runterfällt, kommt man hier nie wieder hoch, ey. Also, ich bin fast oben. Die scheiß Leiter hier ist zu, man, wieso ist die zu? Dann muss er an der Seite hoch. Geht nicht. Doch. Geht alles. So, ich weiß, wo es lang geht. Hier. Ja, richtig. Verdammt der Scheiße. Oh, ich krabbel dir gerade in den Arsch. Lecker. Wir sind oben. Nicht so lecker. Ja. Hab's gefunden. Warte, ich komm mal jetzt hoch. Ich hab's endlich gefunden. Mal sehen, ob's die Mühe wert war. Hey, Karim. Ey, ich würde sagen, auf zum GAI-Paket da unten, oder? Karim, hörst du mich? Bist du jetzt einfach runtergesprungen, oder was? Ja, ich wollte zum GAI-Paket, tut mir leid. Okay. Ja, ich bin da. Ja, ich komme jetzt auch. Ich habe deinen Trick gesehen. Ja, los, dann nimmt eure Hände runter. Los, Waffen weg. Boah, 2 neue Fertigkeitspunkte. Nein, ich habe schon wieder keine Muni mehr. Kacke. Erster. Ja, ich kletter jetzt noch schön gemütlich hoch. Haha. Jeder war von uns beiden Erster und jeder hat eine Kiste aufgemacht. Ne, ist egal, ich war Erster, der die erste Kiste aufgemacht hat. Ich war der Erste, der einen getötet hat. Ich war Jürgen, der Erste, gar Erste. Ich war der Erste, der als Zweiter von der Leine runtergesprungen ist. Ich war der Erste, der als Erster von der Leine runtergesprungen ist.